Eine Spinne, ein gebrochenes Versprechen und ein Fluch. Klingt nach Zutaten für einen Horrorfilm? Fast richtig. Es handelt sich um die Gruseloper für Kinder von Judith Weyer mit dem Titel Das Geheimnis der schwarzen Spinne, welche vom Kinderchor der Oper Leipzig in der Schaubühne Lindenfels auf die Bühne gebracht wird. Die Geschichte beginnt im 15. Jahrhundert. Ein Fürst verlangt von der Bevölkerung, 100 Buchen auszugraben und auf einen Berg zu bringen, um sie dort wieder einzupflanzen. Und das innerhalb von 7 Tagen. Nach 2 Tagen steht für alle fest, dass das unmöglich ist. Die Verzweiflung darüber bleibt einem Fremden aus dem Wald nicht verborgen. Er verspricht, das Unmögliche möglich zu machen. Im Gegenzug soll eine der Frauen ihn heiraten. Das Problem aber ist, dass diese bereits verlobt ist. Was nun? Hält sie ihr Versprechen gegenüber ihrem Verlobten und riskiert die Strafe des Fürsten für alle? Oder gibt sie dem Fremden ein Versprechen und verlässt ihren Verlobten, um damit alle zu retten? So oder so, ein Versprechen muss sie brechen. Und das hat Folgen, die bis in die Neuzeit reichen. Regisseur Philipp Neumann erzählt die Geschichte auf 2 Zeitebenen. Das lässt sich hier in der Schaubühne Lindenfels sehr schön durch den Raum machen. Wir haben also tatsächlich mehrere Bühnen. Es gibt eine Hauptbühne in der Mitte, auf der die erzählte Geschichte, also die Geschichte, die im 15. Jahrhundert stattfindet. Und dahinter in der Apsis der Schaubühne Lindenfels sowie auf den Galerien findet die Rahmenhandlung statt, die in den 50er Jahren erzählt wird. Philipp Neumann führt bei diesem Stück allerdings nicht nur Regie, auch das Bühnenbild und die Lichtprojektionen stammen von ihm. Aber an sich mache ich das Bühnenbild schon gerne auch dazu, weil es den Rahmen bildet für die Inszenierung und das Bildnerische ist mir schon sehr wichtig. Da kann ich ganz gut mit mir selbst zusammenarbeiten. Ich brauche unbedingt dann immer eine sehr gute Kostümbildnerin. Mit Nicola Minzen haben wir hier auf jeden Fall jemanden gefunden, weil gerade bei dem Stück ein sehr, sage ich mal, verstecktes Bühnenbild eigentlich eine Rolle spielt. Ich habe das sehr stark an den Raum angepasst, sodass es eigentlich aussieht, als würde es immer hier stehen können. Es fällt eigentlich gar nicht so sehr auf. Im Gegensatz dazu sind die Kostüme sehr gewichtig und haben eine ganz besondere Bedeutung, weil die schon rausstechen. Insgesamt sind rund 90 Kinder und Jugendliche in den Altersstufen der Klassen 4 bis 12 an dieser Oper beteiligt. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, vor allem wenn man bedenkt, dass die Probenarbeiten dafür zusätzlich zum normalen Schulalltag stattfinden. Eine wirklich reife Leistung.